Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einem kleinen Reaction-Video zu Kobe Bryants Bruder. Und das ist wirklich faszinierend, ne? Ich habe ihn auf Instagram entdeckt und ich habe Kobe Bryant auch markiert, aber Kobe Bryant ist mittlerweile so fame, der bekommt von mir gar nichts mehr mit, ne? Deshalb hat er es nicht gesehen, dass ich ihn markiert habe, aber ist auch nicht schlimm. Jetzt probiere ich es auf diese Art und Weise nochmal und wenn er es nicht sieht, dann ist es auch nicht schlimm, ne? Ich möchte mich jetzt hier niemanden aufdrängen oder sonst was. Ich weiß schon Bescheid. Jedenfalls, ey, die Ähnlichkeit zu dem Jungen und Kobe Bryant ist meiner Meinung nach wirklich faszinierend. Hä? Der einzige Unterschied ist natürlich die Haare von ihm, ne? Und keinen Bart. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Eden Kitzer. Denke mal, man spricht so aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, ey, die Ähnlichkeit, Wahnsinn. Die Ähnlichkeit, das ist wirklich 1:1. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist eine unglaubliche Ähnlichkeit. Ich feiere diese Ähnlichkeit vor allem. Ne? Das ist das Erste, warum ich mir den Jungen überhaupt angeschaut habe. Und dann halt da immer gedacht, wow, what the fuck, der geht ja voll ab. Der Junge geht ja voll ab. Ne? Und dann die Vorstellung. Stell dir vor, der Junge kommt echt mal in die NBA. Dann spielt echt Kobe Bryants Zwillingsbruder in der NBA. Das ist schon krass. Und ich weiß nicht, Kobe hat den noch nicht erwähnt, glaube ich, oder? Der hat ihn, glaube ich, noch nicht so wirklich auf der Liste. Sei gespannt. Du merkst schon, ich glaube, der kann was. Ne? Natürlich, der ist noch jung und alles kann passieren. Aber schauen wir uns einfach das mal an jetzt, wie er so abgeht, oder? Es, die Ähnlichkeit. Alles, auch die Mimik, wie er lacht. Ey, eins, das ist faszinierend. Oh, krasser Block. Ja, aber die Haare auch, gell? Krass, dass der für eine Matte hat. Also jetzt nicht so zum Haten, dass es nicht, für mich nicht so schön aussieht. Ne? Das ist ja auch ganz was anderes, als ich habe. Aber krass, gell, dass ihn das nicht stört so. Hier, schau mal, der stopft auch easy. Ich würde gerne wissen, wie groß der ist. Der ist locker über 1,90. Aber der ist auch ziemlich athletisch, ne? Hier, schau mal, bam. Kobe Bryant würde träumen. Würde träumen, so gern so zu stopfen wie der Typ, gell? Ja, das ist ja schon heftig. Ja, schau, er kann auch werfen, ne? Ich kenne seine Stats nicht, ich kenne seine Größe nicht, nichts weiß. Aber hier, schau, die Ähnlichkeit. Aber er hat einen schönen Touch. Er hat einen schönen Touch, gell? Zum Handgelenk, es sieht wirklich sehr sauber aus. Krass ist die Matte. Bitte geh zum Friseur. Aber andererseits easy, gell? Andererseits hat es auch Wiedererkennungswert, ne? Stell dir mal Kobe Bryant wirklich mit dieser Matte vor, auch das ist ja auch zu witzig, gell? Kobe Bryant und dann mit Perücke so. Ja, den stopft er schon, der ist locker über 1,90, ja? Ich weiß auch nicht, wie alt er ist. Ja, ja, da gehst du nicht in die Zone. Diese Ähnlichkeit, ich komme da nicht drauf klar. Ich kenne ja den Typen jetzt schon, also ein paar Tage, ne? Ich habe das, weiß ich nicht, vor 2-3 Tagen habe ich das geteilt auf Instagram. Da voll in Windmill, wie easy. Es ist 1:1 Kobe Bryant, das ist Wahnsinn. Diese Ähnlichkeit, die Mimik auch so, wenn er lacht und alles. Faszinierend. Echt faszinierend, ne? Ich habe letztens mal irgendwo gelesen, es gibt eine Statistik, es hat, glaube ich, auf der Welt jeder einen oder 7 Zwillinge. Kann das sein oder vertue ich mich jetzt da? Jedenfalls, einen Zwilling gibt es auf jeden Fall. Oh, von hinten. Oh, war das clean? Scheint so, Schiri hat nicht gepfiffen. Also, okay, ey, das muss aber auch Spaß machen, so zu stopfen, so easy. Das ist einfach Kobe Bryant, Mann. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, das macht halt echt Spaß, wenn du jemandem so schön easy Ellies geben kannst. Ja, yeah, er knipst auch die Dreier, gell? Er knipst auch die Dreier. Der knipst schon viele Dreier. Hm, rechts und links, gell? Okay. Das ist halt wirklich Kobe Bryant, Mann. Oh, ich feier das. Oh, das war Absicht, der Ellie. Oh, das ist natürlich nice. Oh, schicker Backboard, Ellie. Nice.
Wow, gegen Verteidiger, ey. Krass. Auf die Idee komm erst mal. Ja, da hast du echt noch Verteidiger dabei und dann legst du ihn so frech übers Backboard ab zum Elli. Krasser Scheiß, Mann. Krasser Scheiß. Ah, die Matte halt, gell? Krass. Allein, was das für eine Arbeit sein muss, ne? Sich immer die Haare kämmen. Schau, wie easy er stopft. Es ist einfach Kobe Bryant, Mann. So nice, so lustig. Ey, faszinierend wie ähnlich, oder? Jetzt komm. Bitte gib mir Feedback dazu, ob du ihn auch so siehst wie Kobe Bryant, so die Ähnlichkeit. Oder? Es haben mir auf Instagram schon viele geschrieben, ja, mal 1:1. Echt lustig. Ah, Verteidigung? Verteidigt da keiner. Oh, die, habt ihr die da hinten gesehen? Da hier, warte mal. Habt ihr die da gesehen hier? Oh, das könnten echt seine Eltern sein. Hier, schau mal, da diese langhaarigen. Also, ich meine nur, also so vom Style und alles mögliche. Es könnten wirklich seine Eltern sein. Also jetzt mal, so. Vom Haartechnischen her, ne? Papa hier lange Haare. Hä? Wäre interessant. Wäre interessant. So ein bisschen Background von ihm, was Privates. Obwohl, die klatschen gar nicht, wenn er einen Dank macht oder was. Verteidiger haut ab. Ah ja. Okay, das war's. Nice. Ja. Next Phenomenon. Ja, nicht jetzt unbedingt, aber ey, die Ähnlichkeit. Also komm bitte. Feedback. Nice, finde ich echt sauwitzig. Ha! Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Oh, den Hoodie gibt es übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe kein Sponsoring und keine Partnerschaft mit denen. Ich fand den einfach nur so nice. Yo, Mr. Mike. 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 Yo, Mr. Mike.